Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das aktuelle Unboxing von der Fairy Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Fairy Box ist eine Naturkosmetikbox, vollkommen ohne Tierversuche, die 19,90 Euro pro Monat kostet. Also je nachdem, welche Aboform man wählt, ist es ab 19,90 Euro pro Monat. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie euch vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Fairy Box Team nochmal an dieser Stelle. Und ich darf auch tatsächlich wieder eine Märzbox an einen von euch verlosen. Yay! Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Wir haben hier drin Beauty-Produkte, also hauptsächlich Pflege, aber auch ab und an mal ein bisschen dekorative Kosmetik. Und im Gesamtwert von mindestens 50 Euro, das ist schon mal ein guter Schnapp. Und es sind, glaube ich, 5 Produkte immer irgendwie. Und hier ist auch immer so ein kleiner Flyer mit dabei. Das ist immer richtig süß gemacht, ne? Das ist eine schöne Geschenkbox. Und ich würde sagen, wir schauen uns zuallererst mal den Flyer von der Märzbox an. Denn manchmal steht dann noch so ein bisschen was mit dabei, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Das finde ich ziemlich cool. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fairybox. Fühl dich gut und tue Gutes. Das ist gerade jetzt super wichtig, Leute. Ne? Wenn man mal nach links und rechts schaut, dann ist es eigentlich gar nicht mal so schwer, Gutes zu tun. Da hat zum Beispiel, apropos tue Gutes, kann ich euch mal in der Infobox verlinken, die liebe Contra-Junkie, die liebe Kati, macht aktuell für die Ukraine so ein Spendenvideo. Das heißt, du musst nichts tun, außer das Video laufen zu lassen, denn die ganzen Einnahmen von dem Video wird sie spenden. Lass ich dir mal unten in der Infobox, vielleicht auch einfach mal im E verlinkt. Ne? Schau da gerne nach diesem Video einfach mal vorbei und da kannst du easy peasy Gutes tun, ohne groß irgendwas tun zu müssen. In der Fairy Box haben wir für dich das Beste an reiner, hochwertiger Naturkosmetik für Gesicht, Haare und Körper zusammengestellt. Da bin ich immer gespannt, ne? Wirklich so von Kopf bis Fuß. Achso, dann haben wir auch noch ein Goodie mit dabei. Die ganzen Produkte sind auch preislich aufgeführt und hier wird auch schon direkt gespoilert, dass wir einen Gesamtwert von 52,55 haben werden. Ich bin gespannt. So, hier haben wir die Box, ne? Auf dieser Seite, diesem süßen Vögelchen. Das ist ja das Logo von der Fairy Box. Und dann mache ich die Box einmal auf. Achso, wir haben hier immer so eine Info mit dabei über die grünen Verpackungsflips, die hier mit dabei sind. Die kannst du einfach in der Biotonne entsorgen. Ich persönlich verwende die einfach immer weiter. Darf ich an dieser Stelle einmal kurz erwähnen, dass meine Mama neben mir sitzt und ihre Handytöne leider nicht ausgestellt hat? Ein Fail, ein großes Fail. Und sie so, Entschuldigung. Ah, herrlich, okay, super. Achso, sie hat eine Nachricht bekommen, dass ich ein Video hochgeladen habe. Aber ich bin quasi selber schuld. Feier ich hart, Leute, ich sag euch das. Okay, so, ich verwende die immer weiter, weil man die halt auch super als weitere Verpackungsflocken nehmen kann. Und hier haben wir etwas drin, das stand auch gerade in dem Flyer, dass es quasi das Goodie ist, ist aber trotzdem 2,99 Euro wert, ne? Frühlingsbote Kräuter-Früchte-Tee-Mischung. Mhm. Ein Bio-Kräutertee. Ja, so ein bisschen Food haben wir auch manchmal mit dabei, das finde ich auch schön. Ich weiß jetzt nur nicht, mit welchen Geschmacksgeschichten das ist. Basilikum, Apfel, zitronige Noten. Oh, kann ich mir gut vorstellen, um das halt auch kalt zu trinken, ne? Weil ich trinke unfassbar gerne Tee kalt. Also ich brühe mir den einfach auf, entweder warm oder kalt, wie ich halt Lust habe, und dann lasse ich den stehen. Gerne lasse ich das auch mal ein paar Stunden stehen. Und dann mache ich mir den über den Tag einfach in ein Glas rein. Jetzt gerade habe ich mein Glas hier aber nicht stehen. Und so trinke ich dann auch mal ein bisschen mehr Wasser. Und Tee ist ja auch einfach mal ohne Zucker und so ein Kram. Das ist ein bisschen gesünder, ne? Nö, finde ich cool. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Und vielleicht gefällt das sogar meinem Freund, weil wenn da hier auch Apfel und Fenchel und sowas drin ist, dann könnte dem das auch schmecken. Riecht auf jeden Fall ganz angenehm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und dann dieses Vögelchen dabei, dieses Rotkehlchen ist natürlich auch ein Traum, ne? Muss man sagen. Das passt natürlich jetzt hier auch schön zur Fairy Box. Ich habe eben noch bei unserem Vogelhäuschen draußen oder dieses Vogelfuttervieh, ne? Futter nachgefüllt, weil unsere Vögel sind sehr gefräßig gerade. Aber da sind auch ein paar Elstern, die sich da, egal, gerade so ein bisschen drüber her machen. Dann habe ich hier was von Urtekram. Witzige Marke, muss ich immer wieder sagen. Die haben wir auch immer mal wieder auch in Boxen vertreten. Da habe ich auch schon mal so eine Rose Body Lotion von gehabt. Sehr, sehr reichhaltig. Hatte ich dann auch 3-4 Mal tatsächlich da, weil ich ja auch diverse Adventskalender hier auf diesem Kanal auspacke. Und dann habe ich da auch meiner Freundin, die sich eine sehr reichhaltige Body Lotion gewünscht hat, die gegeben und die fand die gut. So, das hier ist aber nicht zum Creme, sondern zum Waschen. Body Wash Spicy Orange Blossom.
Achtung, meine Güte, 200 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich bin kein Fan von zitrischen Düften oder von Orange oder so auf meinem Körper. Das heißt, da muss ich echt mal gucken, ne? Ich bin ja eher so der Rosenmensch und vor allem, wenn das spicy ist, also würzig. Ich bin eher so, wenn ich duschen gehe, möchte ich ein Blütenmeer über mich ergossen bekommen oder irgendwie so einen Hauch Vanille mit reingeknallt oder so. Aber Orange ist nicht so meine Welt, ne? Hier ist auch noch Aloe Vera mit drin, was das Ganze so ein bisschen pflegender auch machen wird. Ist schön, definitiv. Verwende ich auch aktuell als Aloe Vera Gel, weil ich mir überlegt habe, so meine Achseln und so zu epilieren. Leute, macht das nicht, wenn ihr eine geringe Schmerzgrenze habt, ne? Da rennt ihr schreiend davon. Ich musste auch ein paar Mal fluchen. Aber ich habe es hingekriegt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, aber da kommt Aloe Vera mit bei, weil das halt sehr pflegend ist. Ne? Das braucht man dann halt wirklich, sonst läufst du wie so ein Bodybuilder rum. Okay, ja, wahrscheinlich eher weniger was für mich. So, gucken wir mal weiter. Hier habe ich einen Flyer drin, das haben wir öfters mal. Summer Cosmetics, Natur und Wissen, mit Liebe im wunderschönen Weinviertel handgemacht. Sanfte Pflege und Entspannung. Hier haben wir Kirschblüten drauf. Ich liebe Kirschblüten, ne? Vielleicht haben wir ja auch irgendwas von Summer Cosmetics mit drin. Hier ist nämlich ein bisschen beschrieben, was das so ist. Wahrscheinlich haben wir hier auch so die Gründer oder so. Dieses zuckersüße Pärchen, was hier abgebildet ist. Das ist schon knuffig, ne? Die beiden. Das sieht schon süß aus. Keine Ahnung, müssen wir weiter gucken hier. Woga Woga. Da habe ich bislang super viel dekorative Kosmetik auch mal in Naturkosmetikboxen und so drin gehabt. Da habe ich einen losen Bronzer mal gehabt. Ich glaube, einen losen Blush hatten wir mal und ein loses Puder. Hier haben wir aber was zum Make-up abmachen, also zum Abschminken. Amizellenwasser. Und zwar Natural Micellar Water with Hyaluronic Acid und Cranberry Extrakt. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Man sollte bei solchen Produkten immer aufpassen. Meine Empfehlung. Steht nicht immer auf Produkten drauf, aber auf vielen steht es drauf. Micellenwasser nachher auch immer wieder abzuwaschen. Warum das so ist, steht bei Google. Ne? Google ist frei für alle, da könnt ihr alle suchen. Da habe ich mich mal irgendwann belesen und habe das halt herausgefunden, weil diese Micellen sollten besser nicht auf der Haut verbleiben. Man sollte es nachher nochmal mit klarem Wasser abwaschen. Aber ich persönlich, wenn ich mich mit Micellenwasser abgeschminkt habe damals, was ich mittlerweile nicht mehr mache, weil Abschminkbaum und Cleansing Bubble Vieh benutze ich ganz gerne, Double Cleansing halt, hatte danach auch immer das Bedürfnis, mein Gesicht abzuwaschen. Muss ich ehrlich gestehen, aber gut, das liegt auch vielleicht an der trockenen, sensiblen Haut, die ich so habe. Ja, hier steht es auf jeden Fall auf Englisch und auf, keine Ahnung, Litauisch drauf. Interessant. Wash off with warm water. Siehst du, hier steht es nämlich drauf. Claudinchen hat mal wieder recht gehabt. Genau. Jo. Kann man gebrauchen. Ich jetzt nicht so ganz so sehr. Das hier ist, ja, das kommt ins Full-Face-Beauty-Boxen für März mit rein. Sammy beschwert sich, keine Ahnung, was der junge Mann mal wieder hat. Von Kia Carlotta haben wir ein Vegan Lipstick in der Farbe Embracing Failure Brown Pink, glaube ich, ne? Das finde ich schön. Siehst du wohl? Ich freue mich immer, wenn wir in Boxen, wo wir eigentlich nicht so wirklich dekorative Kosmetik schon enthalten haben, dann doch mal was drin haben. Und das ist auch eine schöne Farbe, ne? Die können wir mal swatchen. So ein Rausdrehvieh. So. Riecht nach nichts. Oh, sehr cremig. Sehr, 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 sehr schöne Farbe. Meiner Meinung nach eher eine herbstliche Farbe, ne? Weil das eher so ins Bräunliche geht. Aber schön. Ich habe jetzt gerade was drauf gemacht, aber soll der Falschgeiz. Als würde ich Schokolade gerade essen, ne? Ist schon schön. Passt jetzt auch zum Look, zum Outfit, ne? So ein bisschen. Mag ich gerne leiden. Und kann man schön auftragen, weil er halt so einen runden Applikator gedünsen hat. Wie gesagt, Full-Face-Beauty-Boxen, freue ich mich drüber. Das ist schön. Ja, mag ich. So. Dann gucken wir mal hier. Ich habe hier noch ein bisschen was drin. Von Cartier Paris Shea Butter Gesicht, Körper und Haare. Haare. Das ist interessant. Vielleicht als Maske oder sowas. 100% Bio, parfümfrei, vegan. Das ist schön. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Für super trockene Stellen kann ich mir das echt gut vorstellen. Wenn man so jetzt hier in der Jahreszeit, wo man auch so Strumpfhosen und Stiefel trägt, habe ich das oft, dass ich dann so ganz trockene Schienbeine bekomme, weil die Haut dann nicht richtig beatmen kann. Und dann nimmst du dir einfach ein bisschen Shea Butter, machst dir das drauf und dann ist alles viel, viel besser.
Riecht dann natürlich nach nichts. Da steht ja auch parfümfrei drauf, ne? Ja, ich bin ja auch ein Held. Nee, ist wirklich interessant. Ist halt hart und wenn du Shea-Butter, wenn du da jetzt mit dem Finger reingehst, ne, dann schmilzt das so auf der Haut, weil das irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Ölgeschichte ist. Genauso wie bei Kokosöl ist es ja auch der Fall, ne? Und sobald du das auf Raumtemperatur oder auf Körpertemperatur bekommst, dann schmilzt das immer so schön. Das finde ich interessant. Das mag ich gerne leiden. So, hier haben wir noch einen Flyer drin. Oder? Nee, Chinchilla Abschminkpad. Ein wiederverwendbares Abschminkpad. Waschbar bei 60 Grad aus Holzzellulose. Die lassen sich ja auch immer irgendwie wieder was Neues einfallen. Vor jeder Benutzung das Pad durchspülen. Nicht trocken verwenden. Ja gut, das fühlt sich hier auch gerade echt bretthart an. Machen wir mal hier dieses kleine Schätzelein auf. Huch. Na. Ich glaube, so eins habe ich schon. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Ne? Das ist so ein wirklich hartes Vieh. Und wenn du das nass machst, das habe ich nämlich wirklich eins von, das sieht von der Oberfläche genauso aus, dann wird es halt so schön soft, schön weich und dann kann man sich damit abschminken und so, ne? Das finde ich toll. Das mag ich gerne leiden. Das ist ein praktisches Tool. Ich weiß gar nicht, was kostet sowas denn? Wie das hier? Ist vielleicht auch einfach ein Goodie oder sowas. Nee, 1,19 Euro wird das normalerweise kosten für ein Pad. Jo, da ist man froh, wenn man das in der Box dabei hat. Vor allem, wenn du ja auch das Micellenwasser drin hast, dann kannst du es in Kombi verwenden. Hier haben wir was von diesem Summer Cosmetics, wo wir eben den Flyer von hatten. Das ist vegan, ohne Tierversuche. Ja gut, das ist ja passend dann für die Box. Ein Gute-Nacht-Gesichtsöl für alle Hauttypen geeignet. Dann ist es sicher doch mit Lavendel oder sowas, ne? Einmal täglich abends 2 bis 5 Tropfen. 10 Milliliter. Guck ich mal, was das genau sein soll hier. Pflaume ist da mit dabei. Meadow Foam. Keine Ahnung, was Meadow Foam ist. Jojoba. Rose irgendwas, Moschata Seed Oil, keine Ahnung, Hagebutter ist mit drin, Rosehip, Wheat, Weizen, interessant, sehr interessant. Das sollst du nicht in die Augen machen. Das Gute-Nacht-Öl mit hochwertigen Pflanzenölen, Zwetschgenkernöl, ja siehst du, mit seinem lieblichen Marzipanduft, oh je, passt das jetzt in den Frühling, ich weiß ja nicht. Wiesenschaumkraut, Jojoba, Wildrosen und Weizenkeimöl und Vitamin E, das ist übrigens das Schönheitsvitamin, Leute, pflegt die Haut, spendet Feuchtigkeit und macht sie samtig weich. 2 bis 5 Tropfen reichen für ein schönes, strahlendes Gesicht hinterlassen, ein seidiges Hautgefühl, für alle Hauttypen geeignet. Um den Marzipanduft noch intensiver genießen zu können, kann man das Gesichtsöl im Kühlschrank lagern. Okay, dann würde ich das definitiv nicht im Kühlschrank lagern, weil jetzt im Frühling Richtung, also weiß ich nicht. Ja, Ostern hat man ja auch diese Marzipanhasen, ne? Ja, schön. Ich kann auf jeden Fall Gesichtsöle immer gut gebrauchen, weil ich ja auch eine sehr trockene, sensible Haut habe. So, jetzt schaue ich noch einmal in die Box, weil ich habe das bei der Fairy Box leider oft, dass ich ein Produkt vergesse. Aber nein, sie ist leer. Das war die Box. Ich finde die cool. Für 19,90 Euro bekommst du die Produkte von den Marken, wo du einfach wirklich tierversuchsfreie Kosmetik hast, wo du Naturkosmetik hast und ich persönlich finde das immer ziemlich interessant. Mein Highlight ist natürlich der Lippi. Den mag ich richtig gerne leiden. Der sieht richtig schön auch gerade auf meinen Lippen aus. Der fühlt sich auch jetzt nicht irgendwie matt oder sowas an. Ich kann die Box empfehlen. Ne? Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Da habe ich euch die Produkte verlinkt. Da habe ich euch auch quasi ja, die Homepage und so verlinkt. Ne? Und ja, das war's hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Sammy. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Boxen-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!